Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Mazdak, euer bester Freund. Es geht heute um Montana Black. Ihr wünscht euch das schon seit Wochen und immer wieder habe ich es weggeschoben von mir. Ich will wirklich nur Videos raushauen, wo ich zu 100% hinterstehe und auch wirklich meine eigene Meinung da reinfließen lassen kann. Es war damals mit seinen Casino-Vorwürfen, ich habe kein Video gegen ihn gemacht. Warum? Weil ich den Typ real finde und feiere. Ich will nicht gegen jemanden schießen, der in meinen Augen kein Assi ist. Dann kamen die Vorwürfe mit den Rassismus-Zeugs, wo er dann auf Twitch gebannt wurde. Das hieß dann überall, da hat sich wieder jeder eingemischt. Dazu habe ich wieder kein Video gemacht. 30 Tage Bahn, er hat gesagt, ich hasse Regeln, er hat was gegen Schlitzaugen gesagt. Das wurde so breit getreten im Internet. Ich habe wieder nichts gesagt. Leute, für mich ist der Typ real. Und an alle, die jetzt von mir erwarten, dass ich wie in allen meinen anderen Videos hart gegen ihn schieße und versuche ihn zu zerstören, weil er gerade so Thema ist und so gehatet wird, da seid ihr bei mir einfach falsch. Warum ich jetzt dieses Video hier mache, ist sein Statement, was er dazu rausgehauen hat. Und lieber Younes, Amiri, Yo, Olli und alle anderen Assis da draußen, schneidet euch mal eine Scheibe von diesem Boy ab. Schaut euch mal sein Statement an, dann werdet ihr verstehen, was es ist, ein richtiger Mann zu sein und zu seinen Fehlern zu stehen. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel vorweggreifen. Wir gönnen uns jetzt erstmal, warum er gebannt wurde. Er hat das alles erklärt. Ach ja, und schreibt mir mal rein, was ihr von Montana Black haltet und wie ihr zu diesem ganzen Thema steht. Ich zitiere jetzt, hat er jetzt gesagt, Zitat, zu einem Fortnite-Skin Schlitzauge, distanziere mich von jeglicher rassistischer Äußerung. Und ich hatte in einem anderen Stream so etwas gesagt, wie gesagt, ich zitiere es, ich hasse Regen. Aber jeder von euch sollte eigentlich wissen, dass ich das Gegenteil von einem Rassisten bin. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist an ich hasse Regen rassistisch? Das erklärt euch jetzt auch nochmal ganz kurz. Ich persönlich habe mich am meisten über die Sache mit dem Wetter geärgert, weil da, ich hätte die Aussage so stehen lassen können. Ich hätte bloß halt nicht sagen dürfen, ja, dreh das Wort mal um. Okay. Und das ist auch der Grund dafür. Nicht nur das mit dem Schlitzauge, ne? Angriff gegenüber die asiatische Bevölkerung. Nein, das ist natürlich ein No-Go, egal wo. Solange ihr nicht dunkelhäutig seid, ist das ein No-Go. Er hat das natürlich nicht ernst gemeint. Er sagt ja selbst, er ist alles andere als ein Rassist. Und ich selbst, ich bin jetzt auch kein Schwarzer. Und ich benutze ja das Wort auch nicht. Und ich habe einfach, um politisch korrekt zu sein, ein anderes Wort dafür erfunden. Und zwar afroamerikanisch, dunkelhäutig, pigmentierter, farbiger, schwarzer, Resho. Und das ist mein Tipp an dich, mein guter alter Freund Montana Black. Wenn du das nächste Mal solchen Problemen aus dem Weg gehen willst, benutze einfach ein paar politisch korrekte Wörter. Ich werde dir unten eine kleine Liste erstellen, dann kannst du dich daraus bedienen, damit du nicht wieder so einen Twitch-Bann bekommst. Ich selber habe ja türkische Vorfahren und türkische Wurzeln. Ja, aber das schützt dich ja nicht davor, nicht als Rassist dargestellt zu werden. Wenn ich zum Beispiel das N-Wort benutze, was ich jetzt nicht mache, wie gesagt, ich benutze ein anderes Wort, um halt politisch auf der korrekten Schiene zu sein, werde trotzdem als Rassist dargestellt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich unschuldig bin. Ich möchte nicht sagen, dass es unberechtigt war von Twitch. Ich habe Mist gemacht und dazu musste ich, also auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Die Reaktion war von Twitch, dass ich dafür einen Bann kassiert habe. Und ab hier fängt das Statement von ihm an, interessant zu werden. Denn er fängt an, seine Fehler zuzugeben. Und das ist etwas, das ich an Leuten wie Younes Amiri zum Beispiel mit seiner Böller-Aktion oder egal wer, Yo, Olli und Co. einfach vermisse. Die stehen nicht zu ihren Fehlern. Und ab diesem Zeitpunkt, ihr werdet jetzt auch weiter checken, ist er mir einfach unnormal sympathisch geworden. Denn ein richtiger Mann steht zu der Scheiße, die er gebaut hat. Das war im Grunde mein Genickbruch und das war auch Scheiße von mir, dass ich das gesagt habe. Es ärgert mich zu Tode und da entschuldige ich mich auch, falls sich da jemand angegriffen gefühlt hat oder so. Das war einfach dumm von mir. Also das ärgert mich wirklich. Das ärgert mich wirklich. Und seht ihr es, ihm ist kein Zacken aus der Krone abgebrochen. Sogar ist er so viel sympathischer rübergekommen. Was bringt euch das, euch ständig zu verteidigen? Ne, das war doch gar nicht so schlimm, in einem Kaufhaus einen Böller zu werfen. Oder es ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich einem 14-jährigen Jungen 300 Euro anbiete, um ihn in den Popo... Ihr wisst schon genau, welche zwei Personen ich damit meine. Nehmt euch ein Beispiel an Montana Black. Er hat es euch einfach gezeigt, wie es richtig geht, wie es ein richtiger Mann macht. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ihr zieht sogar die krassesten Kritiker auf eure Seite damit. Und das war einfach meine eigene Schuld. Das ärgert mich und da die Konsequenzen für zu tragen zu müssen, das ist in Ordnung.
das ist halt in Ordnung. Bruder, ich küsse deinen Nacken, ehrlich. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Das bin ich, das ist der 30-Tage-Bann und so hat sich's angefühlt. Ohne Vorwarnung. Und genau wegen solchen Aktionen, Leute. Ohne Vorwarnung. Und deswegen wird er doch gefeiert, wegen dieser Realness. Deswegen, dass er kein Blatt vorm Mund hält und nicht immer versucht, so perfekt zu sein. Und ich muss jetzt tierisch darüber aufpassen, im nächsten Satz keine Minderheiten schlecht darzustellen. Aber wo kommen wir denn dann hin, Leute? Das ist dieses dreckige Schubladendenken. Ich werde jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Ich werde natürlich mich zusammenreißen und mich versuchen, auf eine positive Art für mich, für euch, aber auch für Twitch zu entwickeln. Weil ich keine Lust habe auf Ärger. Und er lernt aus seinem Fehler. Er setzt es um. Er hat die Konsequenzen akzeptiert. Und er sagt nicht, ich finde das kacke und so. Und ich sag das jetzt mal für dich, mein guter alter Montana. Es ist traurig, dass jedem Mensch da draußen so ein Maulkorb angelegt wird. Ihr könnt gar nicht mehr frei reden. Es ist genau wie bei mir. Ich kann nicht mehr beleidigen in meinen Videos, weil ich jedes Mal Strikes kriege wegen Hassrede und so, obwohl das alles nur auf Humor aufgebaut ist. Ich bin einfach eine Kunstfigur. Schaut euch meine letzten 10 Videos an. Ich muss das in jedem Video erwähnen. Ich muss jedes Mal wieder sagen, ja, ich beziehe mich auf mein Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter und so fort. Und das ist doch nicht mehr normal. Ich verabscheue Rassisten, Nazis. Ist einfach für mich das letzte Pack. Ich hasse Nazis und Rassisten und den würde ich am liebsten ins Gesicht spucken. Punkt. Ich bin das komplette Gegenteil von einem Rassisten und es tut mir wirklich leid. Das meine ich so, wie ich sage. Und jeder, der jetzt sagt, ach, der labert nur und das stimmt gar nicht. 100 pro ist der, die ist das, tralala. Er sagt selber, er hat türkische Wurzeln. Schaut euch mal seinen Hintergrund an. Er hat nur Kappen da stehen. Er zieht sich Hip-Hop-mäßig an. Und habt ihr jemals einen Hip-Hopper gesehen, der rassistisch ist? Jeder weiß, wie normale Rechtsradikale sich anziehen und wie die rumlaufen. Ja? Und der sieht ja wohl zum Verrecken nicht so aus. Der geht null in deren Richtung. Er ist einfach nur einer von uns. Wisst ihr, was ich meine? Einer von denen, die Deutschrap feiern, die Ami-Hip-Hop sich reinziehen, die einfach relaxed sind, die gechillt sind, die früher in ihrer Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm so war, ich kenne mich nicht so gut mit seiner Vergangenheit aus, aber die früher mit ihren ganzen Kollegen und Kumpels vor der Spielu, in der Spielu gechillt haben, sich für 10 Cent ein Getränk geholt haben, wisst ihr, was ich meine? Und einfach nur rumgegammelt sind. Denn ich lieb euch da draußen. Und ich bin nicht perfekt. Ich sehe mich immer noch nicht als jemanden, der irgendwas Besonderes erreicht hat in seinem Leben. Und das hier war ausschlaggebend für mich, dieses Video zu machen. Nicht gegen ihn, sondern für ihn. Er hat viel Scheiße gebaut. Das liegt aber nicht daran, dass er das bewusst gemacht hat, sondern weil er einfach diesen Lifestyle hat. Er ist nicht dieser Musterbursche, der mit einem 1er Abi in einem guten Familienhaus aufgewachsen ist, der nie Kontakt zu Drogen hatte, der nie Kontakt zu kriminellen Machenschaften hatte, der einfach nur ein perfektes Leben so serviert gekriegt hat von seinen Eltern, wisst ihr so, die dann meistens zu irgendwelchen verzogenen Snob-Jugendlichen werden, die sich für was ganz Besonderes halten, sondern der ist einfach real geblieben, der macht das, worauf er Bock hat, er sagt das, worauf er Bock hat, genauso wie es bei mir am Anfang auch war. Und mir wurde ja auch ein Maulkorb um meinen Mund gelegt. Genauso wie es jetzt bei ihm gemacht wird. Und das ist doch nicht mehr normal, Leute. Das ist doch keine künstlerische Freiheit mehr. Und diese künstlerische Freiheit wird eigentlich in Deutschland ganz, ganz groß geschrieben. Und Meinungsfreiheit natürlich auch. Und dass man jetzt bei jedem Satz, egal was man sagt, immer wieder sagen muss, und das ist ein Zitat und dadurch ausgeschlossen sind dann die weiblichen und die Transgender-Wesen und blieben und das. Sag mal. Und ich hab's schon mal in einem Video gesagt, ist jetzt was länger her, aber glaubt mir, jetzt wo ich das wieder gesehen habe mit Montana Black, es wird eine Zeit kommen, in der wir hier sitzen, als YouTuber oder auch als Menschen, ihr wollt mit irgendjemandem da draußen reden, und dann müssen hinter euch 5 Anwälte stehen, die jeden Satz, den ihr sagen wollt, 10-fach überprüfen müssen, dass ihr bloß nichts Falsches sagt und komplett politisch korrekt seid. Die einen werden jetzt sagen, Montana, richtiger Assi. Die anderen werden sagen, nein, ich stehe hinter ihm. Es ist gut, dass er seine Fehler zugegeben hat, aber es ist auch scheiße von Twitch und den anderen da draußen, dass die halt immer wieder versuchen, so kleinkariert zu sein. Wisst ihr, weil ich meine, so Korinthenkacker-Scheiße. Für nichts und wieder nichts, für Humor, für schwarzen Humor, was noch nicht mal richtig krasser schwarzer Humor war. Wer meine Streams guckt, der weiß, was richtig krasser schwarzer Humor ist.
und für so einen Scheiß so einen Shitstorm zu kriegen, wobei man eigentlich kein Assi-YouTuber ist, sondern wirklich jemand, der real ist und auf Realness alles aufgebaut hat, finde ich persönlich für mich jetzt mega, mega traurig. Ich wünsche für den Boy für die Zukunft natürlich nur das Beste, dass er weiterhin Erfolg haben wird, dass ihm nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Das war's von mir, meine besten Freunde da draußen. Freut euch auf mein Musikvideo, was demnächst rauskommen wird. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mosdak.